Sind Zaubertricks haram? Wir sagen, die Zauberei ist haram. Die Zauberei ist haram. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Suleiman alayhi salatu wasalam hat kein Kufr begangen. Vielmehr waren es die Schayatin, die den Menschen den Sihr beigebracht haben. Was hat Allah hier gesagt? Warum sind sie Kuffar geworden? Weil sie den Menschen was beigebracht haben? Sihr. So. Jumhur ul-Ulama, das heißt, sowohl Imam Ahmad als auch Imam Malik als auch Imam Abu Hanifa sagen, der Zauberer, As-Sahir, hukmuhu kafir. Er ist ein Kafir. Imam Shafi'i hat unterschieden. Es kommt darauf an, was macht der Zauberer? Es gibt Angelegenheiten, die sind anders als andere Angelegenheiten. Wenn jetzt zum Beispiel der Zauberer was macht? Normalerweise ein Zauberer, er wird nicht ein Zauberer, der mit Dschinn zusammenarbeitet, außer dass er was bestätigt. Was erwarten die Dschinn von ihm, dass sie mit ihm zusammenarbeiten? Eine Gegenleistung. Ja, was ist das? Zum Beispiel auf dem Koran. Ja, das heißt, was wollen sie von ihm? Dass er was macht? Kuffer. Dass er Kuffer macht. Erst dann sind sie bereit, mit ihm zu arbeiten. Erst dann sind sie bereit, mit ihm zu arbeiten. Deswegen, der Zauberer an für sich ist nach der richtigen Ansicht ein Kafir. Aber es kommt darauf an, was meinen wir mit der Zauberei. Okay? Das ist der Unterschied. Da hat Imam Shafi'i rahimullah ta'ala Unterscheidung gemacht zwischen dem und dem. Und deswegen sagte er, nicht jede Art von Zauberei ist verboten. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ya dhakir al-ashab. كن متأدبا.